Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des CVM-Gesamtverbandes trafen sich wieder rund 150 Delegierte, Mitarbeitende wie auch Gäste und berieten über die Zukunft des CVM-Gesamtverbandes. In ihren Berichten zeigten Karl-Heinz Stengel und Roland Werner die vielfältige und fruchtbringende Arbeit des CVM in Deutschland im vergangenen Jahr 2011-2012. Aber auch die angespannte finanzielle Lage wurde thematisiert, die in den Investitionen in die CVM-Gästehäuser und durch die Anschubfinanzierung zur Gründung der CVM-Hochschule 2009 begründet liegt. Dennoch war dies gut investiertes Geld, da im Gegenzug hochmotivierte und sehr gut ausgebildete Menschen für die Arbeit mit jungen Menschen und den Dienst in CVM, Kirche und Gesellschaft ausgebildet werden. So gab es zunächst Gelegenheit, Einblicke in die aktuelle Arbeit der CVM-Hochschule und des CVM-Kollegs zu gewinnen. Und es wurde schließlich ein umfassendes, sowohl inhaltliches als auch finanzielles Weiterentwicklungskonzept verabschiedet, das sich vor allem dem Wachstum der CVM-Hochschule widmete. In sogenannten Schaufenstern gab es Gelegenheit, direkt mit den Lehrenden der Bildungseinrichtungen ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus gaben auch andere Bereiche des CVM Einblick in ihre Arbeit. Unter anderem der CVM Nürnberg, der ein innovatives Projekt für Jugendliche mit Migrationshintergrund vorstellte. Die deutschen Mitarbeitenden des Europäischen CVM-Festivals in Prag 2013 und das CVM Mission Center luden zum Kennenlernen ein. Auch in diesem Jahr wurden wieder neue Mitarbeitende eingeführt und in lockerer Atmosphäre am Samstagabend vorgestellt. Mirjam Weißer als neue Teamleiterin des CVM Mission Centers. Jochen Brühl, der im Januar seinen Dienst als Fundraiser im CVM-Gesamtverband aufnimmt. Und Florian Karcher als Dozent für humanwissenschaftliche Fächer am CVM-Kolleg. Der Samstagabend endete mit einem inspirierenden Vortrag durch Professor Dr. Heino Falke der Universität Nimwegen. Als preisgekrönter Wissenschaftler nahm er die Delegierten mit auf eine Reise fernab der Tagesordnung. Weit bis ins Sternenreich und bis zur Schöpfung der Welt ging die fantastische Reise. Die Mitgliederversammlung endete mit einem festlichen Gottesdienst am Sonntagmorgen. Pfarrer Hartmut Hühnerbein, Vorsitzender des CJD in Deutschland, predigte und zum Abschluss wurden die neuen Mitarbeitenden eingeführt.